wieder da und zwar mit einem Video, das unheimlich viel Arbeit gekostet hat. Also ich habe jetzt die letzten Wochen so viel gedreht für euch. Das wird wahrscheinlich im Video selbst gar nicht so aufwendig aussehen, aber meine Nägel, ihr seht, sind nicht lackiert und das ist für mich ein absolutes No-Go eigentlich, aber sie sind gestresst. Und warum? Das seht ihr jetzt. Aber das ist schwer. Es ist... Das gesamte Nagellacksystem, was neu bei Essence reingekommen ist. Und es gibt ja schon ein paar Blogger, die das auch bekommen haben und die auch ausgerastet sind vor Freude. Und ich auch. Denn es war so eine Art Gewinnspiel, wo man eben seine besten Essence-Videos an Cosnova schicken sollte. Das habe ich gemacht und habe eigentlich mir nicht dabei gedacht, dass ich irgendwie einen Hauch einer Chance hätte, weil ich eben von anderen YouTubern weiß, dass die qualitativ vielleicht sogar viel, viel bessere Videos machen und auch schon viel länger dabei sind. Umso glücklicher war ich, dass ich tatsächlich gewonnen habe, also dass die mich ausgewählt haben. Und ihr könnt euch das sicherlich vorstellen, wenn ihr irgendwas macht und ihr macht es mit Leidenschaft und ihr werdet dafür irgendwie belohnt, dann seid ihr noch umso stolzer. Ich meine, ich habe ja schon ein paar Sachen von Cosnova zugeschickt bekommen zum Testen. Und da freut man sich natürlich auch total. Aber das hier ist für mich so mein heiliger Gral, mein Schatz sozusagen. Jedenfalls nicht lange weiterreden. Ich zeige euch jetzt mal, was ich davon halte und wie die im Auftrag so sind, wie viele Schichten man braucht. Ihr werdet jede Farbe einzeln sehen, auch mit Namen oben genannt. In der Ecke hier oben wird es nachher stehen. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß daran. Ihr werdet jetzt gleich noch ein paar Meinungen am Ende des Videos von mir hören, welche Farben ich gut finde, welche ich nicht so schön finde und warum. Genau. Viel Spaß beim Video.
Marke ist dieser hier, der Oislick in 29 Hashtag Paradise. Ich finde eher, dass es mich total an Meerjungfrauen erinnert und ich finde auch wirklich die Farbe sehr, sehr schön für den Sommer jetzt. Sie changiert so ein bisschen Gold, Rosé, ja, schwer zu sagen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Farbe. Ihr habt es ja vorhin schon im Video gesehen, wie sie im Auftrag ist. Sie deckt schon in einer Schicht. Es ist so ein schönes Finish. Also definitiv eine Kaufempfehlung für euch. So, dann eine Farbe, die mir auch so ins Auge gestochen ist. Und zwar ist das die 37 Serendipity. Ich schreibe es euch hier unten nochmal hin. Das ist so ein Grau-Lila und super, super schön. Ich hatte das auch schon auf dem Nagel. Ich hatte natürlich alle Farben schon drauf, aber die hatte ich schon mal einzeln solo drauf und habe die auch eine ganze Woche drauf gehabt und sind nicht gesplittert. Und eine wirklich, wirklich schöne Farbe. Schön unauffällig und doch irgendwie besonders. Finde ich wirklich sehr, sehr schön und ist für mich auch von mir an euch eine Kaufempfehlung. Kauft sie euch sehr, sehr gerne. 37. So, jetzt zwei, die ziemlich ähnlich sind und die ich abgöttisch liebe und die ich auch schon oft getragen habe. Einmal ist es die 35 Engaged und die ist wirklich so schön. Die sieht jetzt hier noch ein bisschen nudiger, rosiger aus, als sie auf dem Nagel nachher rauskommt. Die ist so, so schön und die hat auch einen Schimmer drin, einen leichten, der so silber-rosa-farben jongiert. Auch wieder mal, das Wort, ich sag's euch. Und es ist das Satin Finish, nicht matt, was ich total gerne mag bei Nagellacken. Und den habe ich auch schon oft getragen, finde ich wunderschön und ist eben so ein Hauch von nichts und doch ist er da. Ja, wunderschön. Und weiter in meinem Lobgesang, das ist jetzt hier die Farbe 03 Give Me Nude Baby. Finde ich, hat überhaupt nichts mit der Farbe Nude zu tun, wie wir es kennen, in diesen braunen Hautfarben, gar nicht. Sondern es gibt nur einen ganz leichten Schimmer auf dem Nagel, lässt es ein bisschen weißer, heller wirken. Und das ist eine Farbe, die ich sehr, sehr gerne trage, wenn ich einfach immer Lust habe auf was ganz, ganz, ganz Dezentes. Also richtig dezent. So, dann die Farbe 43 Girls Best Friend. Die Farbe an sich ist wunderschön. Sie erinnert mich sehr an einen Essie-Nagellack, den ich besitze, den ich wirklich gejagt habe, weil es damals so ein gehyptes Produkt war. Er ist wirklich schön, aber er gibt den Glitzer nicht so toll ab. Also diese, da ist es wieder, hier kommt so viel Glitzer, hier kommt fast kein Glitzer. Also nur die kleinen, dünnen Plättchen kommen raus. Die großen müsst ihr wirklich dick auftragen, um dann das zu verwischen, dass es überall gleichmäßig ist. Finde ich ein bisschen doof und ein bisschen schade. Ich tupfe ihn jetzt halt auf mit einem kleinen Schwämmchen, dann geht das, dann kommt doch gleichmäßig viel Glitzer raus. Also wenn ihr euch damit anfreunden könnt, dass ihr ihn auftupft und nicht mit dem Pinsel auftragt, dann ist es eine schöne Farbe und dann changiert er auch total toll. Aber so getragen mit dem Pinsel ist er nicht gut. Und jetzt zu meinem persönlichen größten Flop, weil ich es nicht mag, ist der The Jelly Nagellack. Der hat einen minimalen Schimmer drin, das ist okay für mich. Aber ihr seht die Farbe. Die Farbe habe ich gedacht, oh, ist die schön. Ich glaube, bei den Candy Lip Gloss-Dingern ist das ähnlich. Da gibt es ja 5 oder 6 verschiedene Farben und alle sehen gleich aus auf der Lippe. Und so ist das hier auch. Man trägt ihn auf, man hat... Sieht so aus, als ob man einen roten Nagellack drauf hatte, das den Nagel verfärbt hat und beim Abmachen eben da noch ein leicht orange-Rotstich auf dem Nagel bleibt. Genau so sieht das aus. Der Basecoat ist recht dickflüssig, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Es tropft überhaupt nicht, was ich aber toll finde, denn er trocknet super schnell. Und mit dem drunter, ich bin eigentlich nicht so der Fan von 3 Schichten übereinander klatschen, aber das System gefällt mir sehr, sehr gut. Der trocknet sehr schnell, er füllt die Rillen, die man ja im natürlichen Nagel hat, füllt er auf und dadurch lässt sich jede Farbe gleichmäßig und ordentlich auftragen. Im Video zuvor, also was ihr jetzt gerade gesehen habt, wie ich die ganzen Farben auftrage, habe ich es nur bei den ersten 4 Farben gemacht, dass der drunter war und bei den anderen nicht. Und ich habe es gemerkt, dass die Farben sich nicht so schön gleichmäßig auftragen lassen, wie wenn der drunter ist. Aber ich wollte das jetzt eben nicht im Video, das hätte den Rahmen gesprengt und da jeden Nagel drunter machen. Ich hoffe, das versteht ihr. Aber Kaufempfehlung auf jeden Fall für jeden Nagellack, denke ich, funktioniert der sehr gut, dass ihr den drunter macht, der trocknet schnell, er lässt sich super auftragen, obwohl er dickflüssig ist und er klumpt nicht oder ähnliches. Dann kommt natürlich die Farbe, x-beliebige, wir nehmen jetzt mal hier die, weil die gerade noch draußen liegt.
Die tragt ihr dann auf, funktioniert super, trocknet eigentlich auch recht schnell. Manche brauchen zwei Schichten, aber das ist oft so bei Nagellacken, das finde ich kein Minuspunkt. Lieber tragt ihr die dünner auf und dann lieber zweimal, als dass ihr eine dicke Schicht nehmt, weil dann trocknen sie sehr recht schwer, denn sie haben so eine leicht gelige Textur am Ende, dass man es theoretisch abziehen könnte. Das ist zumindest mir aufgefallen. Und daher trocknen sie, wenn du sie dick aufträgst, viel, viel schlechter. So, und dann der Topcoat. Der Topcoat ist der Hammer. Ich meine, ich arbeite mit Gel in meiner Branche sozusagen. Er ist flüssig, er tropft auch runter und ich finde ihn wunderschön. Der Glanz ist der absolute Hammer. Ich habe mir die Legel lackiert und hatte es, glaube ich, 6 Tage drauf. Dann habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten, weil ich mir in den Finger geschnitten habe und somit ein Stück meiner Nagellackschicht runtergerissen habe. Das hält er natürlich nicht aus, deswegen Gel ist nicht ganz korrekt. Aber vom Glanz ist das geilste Produkt ever. Ich habe auch andere Essence-Topcoats schon gekauft. Und der ist ja, glaube ich, auch so ein ähnlich, der auch irgendwie mit Gel verglichen wird. Der ist ein Witz dagegen. Dieses Teil ist der mein heiliger Gral. Ist es wirklich so? Also wenn ich mir hier einen Nagellack aussuchen müsste, den ich über alles liebe, dann ist es der Topcoat. Und tatsächlich auch der Basecoat, aber das ist Platz 1, Platz 2 und dann kommen die Farben. Gut, Mädels, bis dahin wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, das ist natürlich kostenlos und ich würde mich freuen, wenn ihr weiter meine Videos gucken wollt. Das würde mir natürlich das Feedback geben, dass es euch gefallen hat und dass ihr weiterhin mein Gelaber anhören wollt. Deshalb freue ich mich auf hoffentlich nächstes Mal. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, habe ich schon gesagt. Tschüss. Döner dann auch schon am Hochzeit gesehen, aber